In diesem Video geht es mal endlich mit 3D-Sachen in JavaFX los. Eine Sache, die ich schon eine Weile angekündigt habe, aber bisher nie gemacht habe, also kommt das jetzt. Aber das heutige Video wird noch nicht ganz so viel sich um die eigentlichen 3D-Sachen drehen, sondern um eine Sache, die man fast schon zwingend braucht, um die halbwegs akzeptabel einzubauen. Folgendes Beispiel. Was habe ich hier gemacht? Ich habe ein Border Pane gebaut, also ein ganz normales Layout. Ich habe hier das hier ist neu, eine Box gebaut. Das ist im Grunde einfach ein Quader mit Höhe, Breite und Tiefe. Das kommt aber alles später noch. Das ist jetzt erstmal nur hier zum Demonstrieren. Das wird alles noch erklärt. Genau wie andere Sachen, die man so als 3D-Objekte benutzen kann. Dann nenne ich das mal hier Box. Das habe ich noch aus Tests anders. So. Dann wird diese Box hier auf nicht gemanagt gesetzt. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, weil sonst kann man die nicht überall hin und her bewegen, was wir tun wollen. Und dann wird die Box in das Zentrum von dem Border Pane getan. So, was dann gemacht wird, es gibt zwei andere GUI-Elemente. Einmal hier den Knopf. Der ist halt rechts oben in dem Fall. Und dann ein Slider, der diese Box hier bewegt. Und das Ganze sieht am Ende dann so aus. Wir haben eine kleine Anwendung mit hier dieser Box in der linken oberen Ecke. Die können wir auch bewegen. Und wir haben hier den Slider, mit dem wir die Box bewegen können. Und wir haben hier unseren Hey-Knopf. Sieht doch erstmal schon ganz gut aus. Abgesehen davon, dass sich diese Box hier überall hinbewegen kann, also die kann unter den Knopf und so weiter und so fort. Falls wir das wollen, ist das in Ordnung. Falls nicht, ist es etwas problematisch, denn wenn wir das hier gemanagt haben, dann funktioniert das trotzdem noch. Also wir können nicht so wirklich eingrenzen, wo jetzt unsere Sachen hin dürfen und wo nicht. Also wir kriegen das hier trotzdem noch unter den Knopf und das wollen wir vielleicht gar nicht. Zumal wenn so zwei Sachen sich überschneiden, dann können gerne mal ungewollte Effekte auftreten, wie beispielsweise, wenn ich das mal hier so mache, dann kann zum Beispiel hier die Box einfach mal unser ganzes Krams überdecken, wenn sie will. So. Und das ist alles in allem halt nicht allzu schön. Ich denke mal, da kann jeder zustimmen. Was wir also tun wollen, ist, wir wollen quasi eine eigene Scene haben, wo wir unsere 3D-Objekte, 2D-Objekte, alles Mögliche reintun können. Also, wir wollen das wirklich komplett abgekapselt von unserem Rest haben, dass sich die beiden niemals in die Quere kommen können. Und das können wir tun, indem wir eine sogenannte Sub-Scene erstellen. Das passiert, wenn wir hier so eine Scene setzen, im Hintergrund eigentlich auch. Das ist nämlich sozusagen das Haupt-Node, wenn man so will, wo wirklich der ganze Rest reinkommt. Und wir können uns so eins selbst erstellen und das in jede beliebige Scene einsetzen. Machen wir das doch mal. Sub-Scene. Sub ist eine neue Sub-Scene. Und hier können wir jetzt nicht einfach nur ein Parent angeben, was dann einfach da sein soll, weil ansonsten weiß die Scene nicht, wie groß sie sein soll. Deswegen müssen wir hier eine fixe Breite und Höhe angeben. Diesen Konstruktor hier können wir uns auch später noch angucken, der ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir benutzen also den hier. Wir nehmen als Root hier mal eine Pane, wo unsere Box drin sein soll. Eine Pane ist einfach ein Layout, was im Grunde nicht wirklich was managt. Dann Breite soll meinetwegen 600 sein und Höhe auch 600. So, und dann ist das hier ein ganz normales Node und das können wir hier in unser Border Pane reintun. Also machen wir das hier mal als Zentrum. Sub als Zentrum.
Und wenn wir das jetzt haben, haben wir hier einen riesigen Bereich, wo unsere 3D-Sachen drin sein können. Und wir können hier das jetzt zwar noch an den Rand bewegen, aber, wie man das eventuell sieht, ich mache mal kurz hier die Hintergrundfarbe auf schwarz, dann kann man nämlich die Box besser sehen. Hat großartig funktioniert. Ja. Gut. Ist ja auch logisch, weil man die Scene selbst nie sieht, sondern man sieht die ganze Zeit nur das Pane. Also P ist ein, oder Pane ist ein neues Pane mit der Box drin. So, das Ganze dauert jetzt etwas länger, als ich gedacht habe, aber hey, zum Demonstrieren ist die Zeit ja immer da. Und dann setzen wir mit Set Style und ein bisschen CSS-Magie die Hintergrundfarbe auf schwarz, so, und haben dann hier wirklich einen guten Überblick, wo jetzt unsere Subscene endet und wo der Rest anfängt. Das heißt also, wir haben hier wirklich diesen limitierten 600x600 Pixel Bereich, wo hier oben unsere Box ist, die können wir auch bewegen. Und wenn wir hier mal den Knopf in die Nähe bringen, dann kommt die Box da nicht mehr drunter. Das ist doch schon mal ganz schön. Und damit haben wir also hier unsere 3D-Sachen oder was auch immer wir haben von dem Rest abgekapselt, sodass die sich niemals überschneiden können. Das ist so einer von vielen Vorteilen von dieser Subscene. Wir werden noch ein paar mehr davon kennenlernen, aber für den Anfang reicht das jetzt erstmal.